bei diesem Brückenkran war ja auch dieser Kohlepanzer dabei. Und den werden wir natürlich auch machen, auch wenn ich ihn höchstwahrscheinlich, nein, nicht nur höchstwahrscheinlich, sondern sicher woanders hinstelle, als wir neben dem Brückenkran, weil sich das dort sowieso mit dem Platz nicht ausgeht. Wahrscheinlich in der Nähe vom Bahnhof kommt der dann hin. Bahnhofsgebäude habe ich auch schon im Kopf. Das wird der Bahnhof von Fügen sein. Den werde ich auch mir besorgen als Bausatz. Den könnt ihr dann auch mitschauen. Aber gehen wir jetzt einmal zu dem Bullenkanzen, ja, genau, Bullenkanzen, Kohlepanzen. Und da machen wir mal, wir malen einmal die ganzen Stahlträger einmal an, damit sie noch besser aussehen. Ja, das ist einmal die nächste Arbeit. Damit ihr seht den Unterschied, so schaut es aus. Rechts ist unbemalen, links ist bemalen. Und da wäre ich natürlich noch ein Wettering insofern machen, dass ich noch ein bisschen mit Schwarz ein bisschen nacharbeite. Auch die Balken schauen meines Erachtens übermalen besser aus. Ich verwende da wieder eben diesen Chloric-Farbe von der Army Painters, Warpaints. Wie heißt das genau? Necromancer Chloric. Also, und das ist ein Grau, finde ich, für das Metall in der Farbe, wie es gedruckt worden ist auf Plastik. Und man sieht schon einen Unterschied, auch wenn das vielleicht da sogar ein bisschen, na, ich glaube, das glänzt gleich viel. Aber da kommt ja dann eben noch ein Washing drauf. Gut, dann geht das weiter mit dem Stück. Gut. Das Washing, das machen wir mit diesen von der Army Painter. Quick Shade heißt das, Dark Tone Washes. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Und das ist schon sehr recht flüssig. Und da werden wir jetzt ein bisschen da. Bisschen ein paar Stellen, wenn man mit da dunkler machen. So. Als hätte die Kohle eben da die Farbe zurückgelassen. So ein Einserpinsel. Ich weiß nämlich noch nicht, wie ich das machen werde. Ich habe ja da wohl so Kohle dabei, das ist dabei bei diesem Bastelset, aber ich weiß ja noch nicht, wie viel ich was wo reingebe. Und für die Flächen, wo eben dann nichts, keine Kohle liegt, da will ich dann vielleicht zwischendurch haben, dass es eben ausschaut, als würde die Kohle da gefärbt haben. Also machen wir da jetzt so ein paar Flecken. Ein bisschen vorher schon. Vielleicht müssen wir dann, wenn wir die Kohle drin haben, noch was nachmachen. Ja, das war jetzt einmal der eine. Und das andere kommt auch gleich dran. Das machen wir natürlich auch außen teilweise rauf. Hexerei, besonders wenn man eigentlich schon was Abgefertigtes hat. In diesem großen Set war das dabei.
Gut, als erstes, was ihr da seht, ein paar Teile habe ich schon ausgeschnitten. Schneiden wir jetzt einmal die Teile aus von Kohlepanzen. Ich habe die schon alle bemalen. Da gehört jetzt dieses T, gehört jetzt immer auf die Rückseite von diesen da gesteckt. Nehmen insgesamt 6 Mal. Und dann werden wir noch ein bisschen da noch von diesen Überständen reinigen. Schau da noch einmal nach, hier auf der Rückseite. Passt das? Ist okay. Jetzt nehme ich nur ein paar mit Löchern. Die gehören da an die Ecke gesetzt. Den muss ich aber jetzt selber, okay, wahrscheinlich so, gell? Die gehören dann so befestigt, das heißt, dann nehmen wir da. Und dazwischen kommen diese Haarteile. Ist jetzt im Prinzip nicht schwierig. Teile die tun wir mal zur Seite. Weil jetzt kommt, entschuldigt, der Alexander spielt gerade mit seiner Schwester. Wenn wir mitmachen, will er nicht, weil er nicht ganz gesund ist heute. Was wir jetzt als nächstes brauchen, bevor wir da jetzt fertig machen können, ist eben diese Teile ausgeschnitten. Die muss ich sagen, sind relativ vom Faller, von dem Hersteller selber schon sehr gut, was das Wettering gemacht worden. Da fangen wir jetzt da an. Der erste Teil, der A-Teil. Das einzufügen, die sollen jetzt nicht geklebt werden. Ob das so gut haltet, wenn ich das nicht klöbe, ist für mich jetzt eigentlich eher fraglich. Weil meines Erachtens will ich das schon kleben, damit das mehr Halt hat. Natürlich kann man dann zumindest ein paar will ich kleben. Die oberen, da müssen wir sowieso wieder
Also das bleibt euch dann überlassen, ob ihr das klebt oder nicht klebt. Ich meinerseits sage mal, ich klebe. Ersetzt er zumindest den oberen Teil oder entschuldige, den unteren Teil. Was ihr achten solltet, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber eben auf der einen Seite sieht man diese Ringe vom Druck, auf der anderen Seite nicht so stark. Ich würde eben da, wo man es nicht sieht, nach außen geben, weil außen sieht man ja mehr wie innen. Innen kommen da die Kohlen rein. So dürfte das nicht so das Problem sein. Und ich klebe da jetzt auf jeden Fall die mittleren. Und dann, wenn es notwendig ist, auch am Rand noch. Ihr seht, das erste ist fertig. Das zweite kommt ja jetzt dann so angrenzend. Und zwar an der Stelle. Das heißt, wir brauchen da keine Schwellen. Wir brauchen nur mehr da die Schwellen. Jetzt halte ich mal das in der Hand. Wie ihr seht, habe ich jetzt da zweimal ein Styrodur reingegeben. Warum? Naja, damit ich nicht so viel Kohle brauche. Da schütten wir jetzt das Kohle dann drauf. Da und da. Und das werden wir dann auch noch am ersten, glaube ich, wird es am gescheitsten sein, auch mit dem flüssigen Leim, dem Kleber, den man verwendet, um auch das Gleisbett zu machen. Ja, im Endeffekt schaut der Kohlepanzen dann so aus, wenn er auf seinem Platz ist. Ich habe eben mit Flüssigleim, mit dem man auch eben die Gleisschotterung macht, die Kohle eben fixiert. Das ist hart, da kann nichts passieren. Und ja, beim Auseinander, weil das Styrodur ein bisschen auseinander geht, drückt es ein bisschen wo was hoch. Aber mir gefällt das sogar, dass das nicht so picobello passt, weil ich glaube auch in Natura ist auch nicht jeder Balken gerade drauf. Und ja, schaut es jetzt gut aus. Bei mir steht das Ganze dann neben dem Bahnhof Fügen, den ich mir besorgt habe. Ich habe zwar gedacht, das sei zum Basteln, was aber nicht der Fall war. Das Einzige, was man machen musste, ist eben, ich glaube, den Teil dazufügen und den Teil dazufügen. Der ist sowieso extra, der Teil da. Und ja, ich habe das noch nicht befestigt. Da kommt ja noch Licht rein. Das muss ich alles noch machen. Mir gefällt dieser Bahnhof sehr, sehr gut. Deswegen habe ich ihn mir gekauft. Auch wenn er jetzt eben nicht mit mir selbst zusammengebaut wurde. Es ist ein wunderschönes Modell. Ich muss noch ein bisschen Washing machen. Wobei, es ist wirklich schon sehr schön gemacht, aber ein bisschen möchte ich das noch ein bisschen nachbewirken. Und es ist aus Keramik oder was, also sehr haltbar. Ja, dass ihr da auch schon ein bisschen ein Bild davon habt.